Leute, Technik ist eine feine Sache, solange sie funktioniert. Und wenn sie das nicht tut, ist sie einfach nur noch frustrierend, absolute Geldverschwendung und auch noch schlecht für die Umwelt. Bei meinen Suchen habe ich viele großartige Technik-Gadgets gefunden und euch gezeigt, aber natürlich haben sich auch ein paar schlechte eingeschlichen und über die will ich heute reden. Habt ihr schon mal was von einer Ultraschall-Zahnbürste gehört? Die Idee klingt erstmal cool. Man steckt sie in den Mund, wartet 30 Sekunden und die Zähne sind geputzt. Ja, in der Theorie, aber nicht in der Praxis. Es gibt extrem viele Anbieter davon, aber die sind alle mehr oder weniger gleich, deswegen will ich es gar nicht auf einen speziellen beschränken. Ich habe sogar unterschiedliche Modelle getestet. Der Aufbau ist immer derselbe. Es gibt ein Motorelement und einen Silikonaufsatz. Da kommt dann nicht Zahnpasta, sondern Zahnpasta-Schaum rein. Und dass das dann für die Umwelt schon mal schlecht ist mit so einer Druckluft-Metallflasche, das sollte jedem einleuchten. Dann macht man diesen Silikonaufsatz in den Mund, renkt sich dabei fast den Kiefer aus, beißt drauf und es vibriert für 30 Sekunden. Das war's. Nur sind die Zähne danach wirklich so sauber, wie wenn man sie 2 Minuten normal putzt? Nein, sind sie nicht. Denn die Silikontentakel kommen nicht im Ansatz so fein in die Lücken wie Zahnbürstenborsten. Und vor allem nicht hinter die hinteren Backenzähne, ein bekannter Ort für Karies. Damit das Ganze hygienisch bleibt, muss man jeden Abend diesen Silikonaufsatz zusammen mit einer Gebissreinigertablette reinigen. Das heißt, die muss man auch noch kaufen. Alles in allem spart man also vielleicht eine Minute Zeit, hat weniger saubere Zähne, hat mehr Geld ausgegeben und die Umwelt mehr verschmutzt. Also dieses Produkt kann man sich wirklich sparen. Manscaped Rasierer. Ich meine, von Manscaped habt ihr bestimmt schon mal was auf YouTube gehört. Es gibt so viele YouTuber, die Werbung für dieses Produkt hier machen und ich habe der ganzen Sache geklaut. Die sagen immer, man kann sich damit nicht schneiden und dass es auch noch viele andere Vorteile gibt. Der Mornlower 3.0 ist mit 70 bis 110 Euro je nach Bundle viel teurer als vergleichbare Produkte und das Abo-System, wo man alle 3 Monate für 20 Euro neue Klingen zahlen muss, das macht allein deswegen keinen Sinn, weil Keramikklingen definitiv länger als 3 Monate halten. Wegen diesem kleinen Stück Metall, was übersteht, soll man sich nicht schneiden können, aber ich habe mich direkt bei der ersten Benutzung in den Hals geschnitten. Der Motor ist nämlich ganz schön langsam und deswegen können sich Haare einklemmen. Viele andere Rasierer haben auch so ein kleines Stück Metall, nur kann man da sogar die Länge einstellen. Das ist dasselbe Feature, nur in besser. Diese Hoffnung, dass man hiermit überall rasieren kann, wo man will, ohne sich zu schneiden, die ist also wirklich nicht gegeben. Letztendlich ist es also ein schön kleiner Rasierer, der gut aussieht und wasserfest ist, aber das Beste an diesem Produkt ist halt das Marketing. Und weil dieses Video für mich hier eine reine Geldverschwendung war, würde es mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert, falls ihr euch für neue Technik interessiert. Elektrische Cityroller. Überall in den Großstädten gibt es jetzt diese elektrischen Scooter von Lime, Tier, Voi, Bird und wie sie alle heißen. Sie sollen eine grüne Art der Fortbewegung sein und das Auto ersetzen. Realistisch ersetzen diese Roller vor allem eins. Das Laufen. Und Laufen ist so ungefähr die ökologischste Art und Weise, sich fortzubewegen. Sie liegen überall rum und sehen echt fertig aus. Die Kosten betragen 1 Euro fürs Entsperren und nochmal 20 Cent für jede weitere Minute, was viel zu teuer ist. Ein Leihfahrrad, sogar ein elektrisches, kostet weniger, wenn nicht gleich viel. Man kann sich so einen Roller auch selbst kaufen, aber das macht dann eigentlich sogar noch weniger Sinn. Mein eigentliches Problem ist aber, dass sie sich nicht mal gut, geschweige denn sicher fahren. Die Bremsen sind viel zu abrupt und man läuft jedes Mal Gefahr hinzufallen. Und Handzeichen kann man einfach nicht geben, weil diese Lenkung viel zu wackelig ist. Also geben die Leute auch nie Handzeichen. Die fahren auf dem Gehweg, die fahren auf der Straße, die fahren auf dem Radweg, die fahren ohne zu gucken über die Kreuzung und das meistens auch noch zu zweit auf einem Roller. Ich bin ein großer E-Bike-Fan und liebe mein Boosted Board, aber diese Roller haben in unseren Städten die Ökobilanz definitiv nicht verbessert. Apple MagSafe Akku. Ich dachte mir, weißt du was, Kilian, vielleicht warst du zu kritisch beim Apple MagSafe Battery Pack. Also habe ich das iPhone über eine Woche genutzt, zusammen mit dem Battery Pack und jetzt bin ich sogar noch überzeugter davon, dass man es sich nicht kaufen sollte. 109 Euro. Dafür bekomme ich unter optimalen Bedingungen ca. 60% Ladung. Mein Smartphone wird viel schwerer und beim Ladevorgang spürbar warm. Das ist super unangenehm in der Hosentasche. Auch hält der Magnet besser als bei vergleichbaren Produkten, aber das heißt nicht, dass er gut hält. Das Pack dreht sich ganz leicht weg. Motorola hatte vor einigen Jahren sogenannte Motomods, die auch magnetisch gehalten haben, aber anstatt Wireless
über Pins. Apple sollte wirklich überlegen, ob sie nicht auch sowas machen. Sie haben ja schon beim iPad Pro diese 3 Kontakte und wenn es dann darüber laden könnte, dann könnte das Battery Pack kleiner sein, günstiger sein und hätte nicht diese ineffiziente Form des Ladens über Wireless Charging, die auch noch Wärme erzeugt. Dyson 360 Heurist. Ich als Fan der Firma Dyson muss zugeben, dass das eines ihrer schlechtesten Produkte jemals ist. Dabei hat er sogar die beste Saugleistung, die ich kenne und kommt besser um Stühle herum, weil er einen kleineren Durchmesser hat. Ja, es gibt Orte, da macht er einen guten Job. Aber alles in allem kostet er halt doppelt so viel wie ein neuer Saugroboter, zum Beispiel mein Roborock S7. Und der ist halt viel intelligenter und kann sogar wischen. Er fährt jeden Tag zuverlässig, sogar mit Sprachsteuerung und Google Assistant und kehrt zur Ladestation zurück. Das sind alles Dinge, die man beim Dyson leider nicht so hat. Außerdem ist er auch noch viel lauter. Da habe ich mehr von Dyson erwartet. Die Produkte, die ich heute vorgestellt habe, die waren entweder wirklich schlecht oder sie sind halt von Firmen, von denen ich normalerweise Besseres gewohnt bin und dann war ich einfach enttäuscht. Aber im Normalfall kaufe ich kaum schlechte Gadgets, um ehrlich zu sein, weil ich mir halt vor jedem Gadget-Kauf Reviews anschaue und das rate ich euch auf jeden Fall auch. Nichtsdestotrotz, solltet ihr einen zweiten Teil dieses Videos hier sehen wollen, dann schreibt mir das mal unten in die Kommentare und zeigt es mit einem Daumen hoch und dann war's von diesem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!